Jetzt ist die Frage, wem gehört denn mein Auto? Wenn man da nachguckt, dann muss man nachgucken, na, wem gehört denn meine Staatsangehörigkeit? Und wenn man dem nachkommt, kommt man raus, dass die Staatsangehörigkeit Deutsch, groß oder klein geschrieben, in die Schweiz führt, auf ein Konto, was für die Bank für internationalen Zahlungsausgleich steht. Und dort ist ein Schlüssel hinterlegt, der mit unserem Geburtsdatum und unserem Meldedatum verknüpft ist und auf ein sogenanntes Sozialversicherungskonto verweist. Und diesem Sozialversicherungskonto ist auch unser Auto und unsere Steuern, die wir bezahlt haben, sozusagen verknüpft. Und es hat dann jemand einen Versuch gemacht und hat einfach mal auf dieses Konto Geld überwiesen. Und bis 40 Cent oder ganz wenig, ganz kleiner Betrag. Die Einzahlung kam an und da hat dann die Bank gefragt, wie sind Sie denn an die Kontonummer gekommen? Das können Sie doch gar nicht wissen. Ja, hat die gesagt, und dann hat sie das nochmal gemacht und dann hat sie eine Abmahnung gemacht, dass sie das in Zukunft unterlassen soll, irgendjemand Geld zu überweisen. Was ist denn los damit? Naja, dieses Konto, was da steht, ist tatsächlich unser Steuerkonto. Und dort wird ein Teil der Bundesschulden sozusagen pro Kopf umgelegt. Also der Bund hat durch seine Haushaltspolitik Schulden angehäuft. Das waren vor 10 Jahren waren das ungefähr so 25.000 Euro. In den letzten 5 Jahren sind die über 50.000 angestiegen. Und jetzt würde ich mal so schätzen, sind wir so bei 60.000, 70.000 pro Kopf. Die Pro-Kopf-Schulden der DDR, da wurden 6 Millionen auf 17 Millionen Menschen umverteilt. Da kann man sich leicht überlegen, dass das eine relativ kleine Pro-Kopf-Verschuldung war, wenn sie überhaupt bestanden hat. Und mit der Wende wurden die Schulden der Bundesrepublik 624 Milliarden auf die gesamte Bevölkerung aufgeteilt, also 624 plus die 6 Milliarden der DDR sind 630 Milliarden. Und die wurden auf die Gesamtbevölkerung von 80 Millionen umgelegt. Also das heißt, die Bundesrepublik hat die DDR verschuldet und nicht umgedreht. Also wir sind nicht gerettet worden, sondern wir haben die Altschulden abbekommen, die von 1960 bis zur Wiedervereinigung angefallen sind. Durch einen üppischen Lebensstil, weil das alles auf Pump gekauft worden ist. Ja, jetzt wird diese Schuldensumme immer größer. Und es hat dann mal jemand geklagt, warum er denn eine Schuld aufgerechnet kriegt, der er gar nicht zugestimmt hat. Auch wieder ein Vertrag, den die Bundesregierung mit einem Kreditinstitut gemacht hat, ohne dass die Bevölkerung dem zugestimmt hat. Zwei haben einen Vertrag gemacht, der dritte leidet darunter. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt das ab? Und da haben sich die Politiker überlegt, naja, wir könnten ja so eine Schuldenunion machen. Und wenn jetzt sozusagen die Banken in eine Schieflage kommen, dann könnte man die Privatkonten der Leute reinfinden, aber wir müssen eine Möglichkeit finden, an die Konten ranzukommen. Und damit das leicht geht, haben sie also das SEPA eingeführt. Also das SEPA dient dazu, um über Nacht einen Schalter umzulegen, wo dann, wenn man nächste Früh aufsteht und euer Kontoauszug zieht, die Pro-Kopf-Schulden auf eurem Konto habt. Und das bedeutet, dass wenn ihr die Schuld ja nicht bezahlen könnt, dann euer Haus, ob ihr eins habt oder nicht, eine Grundschuld eingetragen wird. Und im Gespräch ist momentan eine Summe von 20.000 bis 25.000 Euro pro Kopf, ein Haus hast oder mehr. Es wird zwar nicht gleich zur Pfändung kommen, aber sie werden sich das erstmal eintragen. Da fragt man sich, darf denn der ESF überhaupt wirken? Soweit ich weiß, warum nicht. Weil es gibt ein Urteil vom 12.07.2012, wo die Bundesrepublik festgestellt hat, dass noch nie der gesetzliche Gesetzgeber im Werk war. Warum ist das so? Ja, man muss sich überlegen, was ist jetzt Staat und was ist Verwaltung. Nehmen wir uns das Beispiel Brasilien. Brasilien hat eine Regierung, die ist zweifelsstaatlich, die sind auch souverän und die sitzen in der Hauptstadt. Und das Land ist riesengroß. Weil die können doch nicht zu jedem hinfahren und sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Sondern die haben sich eine Firma genommen und die Firma verwaltet das Land. Die zieht die Steuern ein, teilt die KZ-Zulassung aus, verwaltet das Land und muss gegenüber der Regierung abrechnen. Super Sache, wenn sie sich an die Gesetze halten, alles in Ordnung ist. Super. Weil die Regierung kann sich um die Politik kümmern, um die Leitlinien. Also das wollen wir von unserer Bevölkerung auf dem Land erreichen, das wollen wir von der Bevölkerung in der Stadt erreichen. Die müssen sich nicht um den finanziellen Kleinkram, um jede
Miete mag Steuern kümmern, aber das macht eine Firma. Unter strengen Auflagen und strenger Kontrolle. Läuft wunderbar. Wir haben eine Sache, mit der wir hier in der Bundesrepublik wesentlich einfacher und effizienter das Land verwalten können. Wir bräuchten weit weniger Beamte als jetzt und wir hätten auch nicht so eine große Schuldenberg. Da sollte man mal echt drüber nachdenken. Ja, aber was ist denn hier in der Bundesrepublik los? Wer hat denn die Firma eingesetzt? Ja, die Firma der Bundesrepublik und der DDR ist von den Alliierten eingesetzt worden. Und zwar haben die gesagt, wir kriegen die Aufgabe, dieses Land zu verwalten. Aber wir sollen es nur verwalten. Denn die Alliierten müssen sich an die Gesetze halten, die vor Eintritt des Krieges gegolten haben. Das man sagt dazu nur Rechtsstillstand. Was ist denn nun eigentlich los? Deutschland hat einen Ersten Weltkrieg dadurch an die Hufe genommen gekriegt, weil in Österreich-Ungarn das Kronprinzenpaar durch einen Anschlag ins Leben kam. Und da hat Österreich-Ungarn einen Bündnisfall ausgelegt und die Bundesrepublik, das Kaiserreich, wurde in den Krieg reingezogen, um Österreich-Ungarn sozusagen zu helfen. Das war der Beginn des Ersten Weltkriegs. Und genau zu dem Beginn setzt die Landkriegsordnung das Recht ein, was am Kriegsbeginn begonnen hat. Und das Kriegsende, da hat der Kaiser eine Verfügung erlassen über die Auflassung, das ist also das, was im Grundstück sozusagen der Eigentümer festgestellt wird, dass er sich vorbehält, das Kriegsende selber zu bestimmen. Das heißt, der Kaiser hat gesagt, wenn die alle in einem Schuldgeldsystem Krieg führen wollen, und ich aber keinen Krieg will, dann lasse ich den Krieg ewig laufen, wenn die sich verschulden, habe ich den Krieg gewonnen, ohne dass ich irgendwie kämpfen muss. Ich muss einfach einen Waffenstillstand machen, dann lasse ich den Krieg ewig laufen, weil sie wissen, dass durch das Zins- und Schuldgeldsystem die Zinsen und die Kriegsschulden des Untermessischen steigen und es jedes Jahr noch mehr wird und am Ende ist der Feind leider, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Im Prinzip läuft der Erste Weltkrieg immer noch und das ist der Staat und der ist nie handlungsfähig, weil der Kaiser will nicht kämpfen. Der macht vielleicht alle 2 Jahre mal einen Salonschluss, aber der will den Krieg ja nicht, der lässt ihn einfach laufen. Und das läuft so lange, bis nach 99 Jahren mal wieder der Staat aktiv werden müsste, zum Beispiel wenn er verlängert oder Boden möchte, und müsste ein Kriegsende erklären. Und das dort nur nach der Weser, der direkt vom Volk gewählt ist. Wenn wir den nicht wählen, haben wir ein Problem, dass unsere Bodenrechte wechseln und dass wir nie ein Kriegsende haben, also nie einen Frieden haben in Deutschland. Und sozusagen aus der Hager Landkriegsordnung und aus der Fremdbestimmung über unser Land nicht aussteigen. Und dann würde in unseren Ausweisen auch wieder unser Staat stehen, also Sachsen oder Reuß, oder Jüngerlinie. Und dann könnten wir auch über unser Land bestimmen, wir könnten bestimmen, welches Steuersystem gilt, welche Währung gilt. Und dann hätten wir auch eine geringere Steuer. Wir hätten also zwischen 4% und 20% Steuern und nicht knapp 80%. Ja, jetzt ist dann die Frage, welchen Staat gehörst du denn wirklich an? Also, es hat mal jemand den Schüchtern Spaß gemacht und hat mal in Termin versucht, die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik zu erlangen. Also, er wollte im Ausweis nicht Deutsch drin stehen haben, sondern BRD. Dann hat der Landrat von Termin mitgeteilt, dass das nicht möglich wäre. Man könnte das nicht bekommen. Und dann hat derjenige dann nachgeforscht und hat gefragt, wo kommt denn dieses her? Ja, und das hatten wir zum Beispiel auch in Annaberg, im Landkreisamt Annaberg gemacht und da haben sie mitgeteilt an die Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934 von Adolf Hitler. Da fragt man sich, wieso? Wenn der Rechtsstand vom Ersten Weltkrieg gilt, müsste ich ja die Staatsangehörigkeit von einem Staat haben, der am 27.10.1918 gegolten hat. Also müsste hier, was ist das hier? Sächsische Provinz, Deutsche Provinz Sachsen, wo sie drin stehen. Ne? Gut. Ja, und die haben ja keine Schulden machen können. Weil der letzte Haushaltsplan kann maximal von 1918 sein. Und da ist nichts beschlossen worden von ESM. Und das, was danach gemacht worden ist, hat die Verwaltung gemacht. Und jetzt fragt man sich, was ist denn eigentlich zur Wende passiert? Ja? Zur Wende kann ich erinnern, so ein Begrüßungsgeld gehabt. Da hat jeder so 100 Euro gekriegt, damit er sich mal Westdeutschland angucken kann. Ich war zu der Zeit bei der Armee und war in Berlin stationiert, im Kiesinger Krankenhaus und habe sozusagen den Pflegenotstand
geheilt. Also wir hatten Alarm gekriegt, dass die ganzen Krankenschwestern alle über der Grenze sind und haben sich also drüben in Westdeutschland anstellen lassen, weil sie dort für 7-fache Geld oder 10-fache Geld arbeiten können im Vergleich zu dem, was sie im Osten gekriegt haben. Und da wurde die Krankenstation waren dann plötzlich immer ohne Personal und da gab es Alarm und da wurden wir dann als Armeeangehörige dorthin geschafft und müssten sozusagen die Leute versorgen. Ja, und da war unser Postenbereich Berlin. Da wurde aber nicht festgestellt, Ost-Berlin oder West-Berlin oder Nord-Berlin. Dann haben wir uns gesagt, wenn wir Feierabend haben, gehen wir einmal auf Schloss um die Grenze. Dann haben wir uns das mal drüben angeguckt. Ja, also ich habe das sozusagen live miterlebt. Und am Ende wurde uns gesagt, ja, der Personalausweis, der wird jetzt ungültig gestempelt, der müsste jetzt einen neuen beantragen. Und in meinem DDR-Personalausweis stand drin, Staatsbürger der DDR. Da stand nichts von Staatsangehörigkeit. Da fragt man sich, warum hat denn der DDR keine Staatsangehörigkeit im Ausweis hinterlegt? Ja, vielleicht hat sich die Staatsangehörigkeit gar nicht geändert oder durfte es nicht ändern. Weil die Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 haben wir ja nicht erlebt. In der Bundesrepublik steht dann plötzlich Deutsch drin, weil sie die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten haben. Weil sie nicht in den Staat rein könnten. Ja, die Bundesrepublik die Rechtsnachfolge vom Kanzlerreich wirklich bekommen, hätte sie ja die Staatsangehörigkeit von Kassel übernehmen können. Dann hätte es gar kein Problem gegeben. Und jetzt haben viele gesagt, ich will das nicht. Meine politische Überzeugung ist mit dem von 1933 bis 1945 identisch. Ich habe zwar Verständnis, dass der Hitler die Weimarer Republik weggeklemmt hat, weil es war ja eine große Wirtschaftskrise. 1922 bis 1929 war das ja ganz schlimm. Und da hat der Hitler gesagt, also das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, und wir machen jetzt das und das. Und dann ging es erstmal wieder aufwärts. So, das ist ja alles okay. Aber warum müssen wir eine Verantwortung übernehmen, wenn wir keine Rechtsnachfolge haben? Also wir haben im Prinzip mit der Zeit von 1933 bis 1945 zu tun. Ich bin 1964 geboren, ich habe da auch nichts gehabt. Wieso muss ich denn eine Staatsangehörigkeit annehmen mit einem Staat, mit dem ich schon schnell identifiziere? Ich stehe dafür, dass ich die Wahrheit untersuche. Was ist hier los? Warum hat man das gemacht? Warum hat er das gemacht? Warum muss der Bürger auf einmal eine Schuld übernehmen oder etwas bezahlen, wo er gar keinen Vertrag geschlossen hat? Warum muss auf ein Haus eine Zwangshypothek draufgelegt werden, weil ein Politiker sich nicht für nötig hält, sich die Wohnung vom Volk zu organisieren? Hätten die zur Einführung des ESM einen Volksentscheid machen können, würde ich sagen, ja, hätten sie einfach fragen sollen. Und da hätten sie von fast allen gesagt, wir wollen ja nicht die Schulden anderer Länder übernehmen. Da wäre der ESM auf den Rücken gefallen. Aber die Politiker haben das einfach entschieden und haben einen Vertrag zum Nachteil der Dritten geschlossen. Und das ist endlich möglich. Ja, gut. Jetzt haben wir den letzten Punkt noch. Wie kann sich eine Schule machen? Das ist immer noch Siegelwäsche, aber auch noch. Da fragt man sich, wenn jeder sich an die Gesetze halten müsste. Also das bürgerliche Gesetzbuch, wo drin steht, dass der Vertrag, den zwei gegen den Nachteil von dem Dritten geschlossen hat, dass er nicht gilt ist, warum wird das ja trotzdem durchgesetzt? Na, das hat einfach damit zusammen, dass sie viele Gemeinden und Landkreise im Prinzip ins Handelsrecht geschickt haben. Also am 17.07.1990 durch die Verträge der Wiedervereinigung, denen die DDR auch zugestimmt hat, sind also viele Städte im Prinzip zu Handelskonstrukten geworden. Also Stadt Chemnitz ist zum Beispiel eine Handelsfirma, die heißt Stadt Chemnitz. Hat mit der eigentlichen Stadt Chemnitz, der Hauptamtsmann Stadt Chemnitz, nicht mehr zu tun. Und durch handelsrechtliche Verträge, indem zum Beispiel der Bürgermeister der Stadt Chemnitz bei seinem Landrat unterschreiben muss, erbt er sozusagen die Dienstanweisung, dass er gewisse Dinge durchsetzen muss, wo sie eigentlich gegen das Gesetz verstoßen. Und damit wird sozusagen Unrecht an uns weitergereicht. Und wenn wir es nicht schaffen, dass unsere Region, unser Landkreis wieder sich selber bestimmen kann, dann wird es auch in Zukunft weiteres Unrecht geben, weil man kann sich ja vorstellen, wenn, sagen wir, lassen wir noch 10 Millionen Flüchtlinge hier einströmen, weil die stehen ja alle schön in Nordafrika bereit, die wollen alle nach Europa hoch, weil die sagen, ihr habt unser Land kaputt gemacht, ihr habt unsere Ernten geplündert, ihr habt unsere Bodenrechte geraubt, ihr habt unseren Boden mit Fracking zerstört, wir können ja nicht mehr leben, alles was wir essen, ist irgendwie verseucht, wir wollen das nach Europa, weil ihr habt unser Land kaputt gemacht.
Wie wollen wir uns denn wehren? Wenn die alle auf unserer Kante stehen, würde Frau Merkel sagen, wir dürfen hier rein. Ist jetzt halt gesagt, wir können alle hierher kommen, ja, wir stehen. Aber wer soll das bezahlen? Welche Gemeinde kann das sich leisten? Das geht einfach nicht. Polen haben gesagt, da nehmen nicht ein Einzchen auf. Österreich macht jetzt eine Volksabstimmung, die wollen die Außengrenze schließen. Der Tschechei hat auch gesagt, ne? Wir bauen uns das zu. Ja, was machen wir jetzt? Wir können im Prinzip nur dadurch was machen, indem wir überhaupt erstmal die Stadt, die vorneweg da war, die Stadt Hanes, wir hatten ein bestimmtes Siegelrecht, was bis weit 900 oder Zeit zurückreicht, die alten Stadtrechte. Und da war der Bürgermeister derjenige, der bestimmt hat, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und nur dann, wenn der nicht klar kam, hat er seinen Landrat gefragt, gesagt, pass mal auf, wir haben hier Hochwasser, die Leute, die müssen die Keller leer pumpen und die brauchen jetzt erstmal Unterkünfte und so weiter, kannst du irgendwann mal mit einem anderen Bürgermeister reden, dass man die Leute erstmal unterbringt, dass man das Vieh beiseite schafft, dass es nicht versäuft. Das ist die Aufgabe des Landrats. Und dann hat er die anderen Bürgermeister telefoniert und gesagt, auf, hier ist eine Not, kann doch mal helfen. Aber heute ist es ja so, dass die Bürgermeister in die Gemeinden reinregieren, weil sie eben, man sieht, ein Tochterunternehmen eines großen Unternehmens ist. Also wie ein Chef des großen Unternehmens, was an seinen kleinen Chef weiterreicht, muss er das eins zu eins ausführen. Das ist das Problem des Handelsrechtskonstrukts. Während eine Gemeinde sagen würde, also was du hier vorschlägst, das hat alles keinen Sinn oder das findet hier in der Gemeinde keine Mehrheit, wir müssen eine andere Lösung schaffen. Und dieses Recht ist unbetrennbar mit dem Siegelrecht verbunden. Und das Siegelrecht, das ist durch die Verträge der Wiedervereinigung im Prinzip an die Bundesrepublik verliehen worden, oder sagen wir, verliest worden. Und an dieses kommen wir nur ran, wenn wir ein Referendum machen, also eine Volksabstimmung, muss man im Prinzip den ganzen Landkreis einladen und dann müssen sagen, ja, wir wollten unser alten Stadtsiegelrecht mit der Stadt Hanes wiederhaben. Und dann hat der Bürgermeister, der dann im Amt ist, das Recht, den Verwaltungsvorgang entweder zu genehmigen oder abzulehnen. Und der Landrat muss dann sagen, ja, der Bürgermeister hat es nicht genehmigt, wir müssen dann doch eine andere Lösung finden. Da kann ich euch nur Mut machen, dass ihr euch eure Siegelrechte für die Stadt Hanes zurückholt, und zwar die vom 27.10.1918. Ihr müsst eine Volksabstimmung machen, eine Wahl aufstellen, einen Dorfbuch, jeder dürft einen Zettel rein. Und wenn mehr als die Hälfte dafür sind, dass also die Stadt Hanes über solche Sachen selber entscheiden darf, die zum Beispiel sagen können, wir haben jetzt 100 türkische Flüchtlinge, die kriegen wir hier unter, da haben wir nochmal raus, dann geht das. Und wenn die sagen, nee, das geht nicht, dann ist es kein Nessel. Aber da gibt es nicht, dass irgendwie übergeordnete Einheit hier reinregiert, sondern da habt ihr in eurer Region das Entscheidungsrecht. Und ihr könnt auch den Leuten die Staatsangehörigkeit wieder zurückgeben, diese haben müssen nach dem Gesetz, sodass euer Auto wieder euch gehört, dass euer Grundstück euch gehört und dass ihr selber, also eure Verwaltung, eure Bodenrechte im Kataster anmelden könnt. Dann würde Putin veranlassen, dass euer Katastereintrag wieder um 99 Jahre verlängert wird. Dann kann niemand auf euer Land und auf euer Haus Anspruch erheben. So, das ist jetzt ein Punkt, den ich erstmal abschließen will, weil wie das genau geht, das müssen wir erstmal in den alten Gesetzbüchern nachlesen. Da sind wir momentan dran, dass wir alte Gesetzbücher uns aus der Schweiz und Österreich besorgen, weil das, was hier in der DDR, in der Bundesrepublik noch da ist, weitgehend verschwunden ist. Ein Teil ist beim Feuer in der Amalia-Bibliothek abgebrannt, ein Teil wurde auch nach dem Krieg ins Ausland geschafft. Aber in Österreich und Schweiz sind noch Kopien. Da sind wir momentan dabei, das alles einzuscannen und soweit es geht, über alte Antiquariate diese alten Verfügungen noch zu organisieren. So, jetzt haben wir den vorletzten Punkt. Die Zwangshypotheken hatte ich schon gesagt. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem des Bargeldverbots. Haben ja viele sich gefragt, was ist denn nur los? Jetzt haben sie jetzt die D-Mark weggenommen, haben uns einen Euro gegeben, das haben sie uns das Bargeld weg. Warum denn das? Naja, es ist einfach so, wenn man die Geldflüsse mit Plastikgeld oder mit Chiralgeld, also das, was eure Girokonto ist,
sagen wir mal, kontrollieren kann, über den Sehbarmechanismus, dann kann man mit irgendjemand, ja, sagen wir mal, dem System, ja, kritisch gegenüberstehen, im Prinzip gegen den Kontostand nullen. Und da steht er sozusagen über Nacht ohne Geld da. Er kann sich sozusagen nicht ernähren. Man muss sich sozusagen, man muss aus der Versenkung kommen und sagen, nö, ich habe kein Geld mehr, ich kann mir nichts mehr kaufen. Also das Bargeldverbot ist eine effektive Kontrolle, um die in Kritik geratene Bevölkerung unter Kontrolle zu kriegen. Man hat also vor, das Bargeld zu entziehen, damit die Regierung, wer auch immer das ist, eine Kontrolle über unser dänisches Leben ausüben kann. Das ist außerordentlich gefährlich, diese Pläne, aber man hat das wirklich vor. Und Schweden hat ja vor Jahren das schon mal versucht, also so als Testballon. Und momentan ist die Stimmung dort am Kippen, weil, wenn man die Pressemeldung verfolgt, ist also die Schweden zu einem extremen Einwanderungsland geworden und die Auseinandersetzung zwischen der Landbevölkerung, die schwedische typische Lebensweise haben, und den ja, sagen wir mal, Flüchtlingen, ist eben dermaßen krass und verhärtet, sodass also dort so ein Stimmungswandel umschlägt. Also der, wo die Schweden sagen, also jetzt ist genug. Und dort ist jetzt die Forderung, dass sie dieses Bargeld wieder einführen. Und jetzt ist die Frage, wie wir uns verhalten. Oder haben wir überhaupt eine Chance, das zu entscheiden? Wenn wir die Siegelrechte haben, können wir natürlich eine Zweitwährung einführen. Warum ist das möglich? Ja, es gibt eine Kleinstadt in der Schweiz, die gehört zur Bundesrepublik. Das ist das Kleinwalsertal. Es liegt mitten in der Schweiz, ist aber Gebiet der Bundesrepublik. Die haben zwei Währungen. Die haben den Schweizer Franken und die haben den Euro. So, und je nachdem, welche Währung sich besser entwickelt, da treiben die damit Handel. Und nun muss man so ins Grundgesetz gucken, da steht ja drin, Grundsatz der Gleichbehandlung. Also wenn es für die gilt, muss es für uns auch gelten. Und wenn der Euro eben kein Bargeld mehr hat, wird man sich überlegen, dass die autarke Gemeinde, also die das Siegelrecht hat, beschließen kann, dass im Falle eines Bargeldentzugs des Euros eben der Schweizer Franken mit Bargeld also Zahlungsmittel wäre. Also könnte man seine öffentlichen Abgaben und Einkäufe mit Schweizer Franken in Bargeld abwickeln und der Euro würde dann als Chipkarte laufen. Das ist das, was ich euch empfehle. Also wir berufen uns einfach auf die Rechtsstellung von kleinen Wassertalern und führen per Gemeindebeschluss für eine Gemeinde oder für einen größeren Landkreis einen Schweizer Franken als Notwährung oder Zweitwährung ein. Und der Schweizer Franken hat ja zum Euro einen Wechselkurs. Wir wissen ja, dass da vor zwei Jahren noch der sogenannte PEC war, also die Vereinbarung, dass der Schweizer Franken zum Euro auf 1,20 gefixt wurde. Und dann hat die Schweizer Bank gesagt, jetzt wird es immer schlimmer, wir bluten ja aus, wir lösen das. Und dann ist es innerhalb einer Nacht der Schweizer Franken zum Euro um 20 Cent gesprungen und das hat einige Banken fast in den Ruin getrieben. Kann man sich vorstellen, wenn die Euro-Krise bietet, wie der Schweizer Franken und der Euro auseinanderläuft. Und dann ist es gut, wenn man eine Gemeinde hat, die einen Beschluss gefasst hat, dass eben die täglichen Geschäfte, man kann es ja beschränken auf 10.000 Euro pro Monat, eben noch eine Bargeld-Zweitwährung da ist. Und da hat man eben dann mit Schweizer Franken seine kleinen Einkäufe erledigt.